So, willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play. Zu meinem Let's Play XCOM. Wir haben das letzte Mal bereits begonnen, mit dem Terror-Einsatz gegen in Nairobi. Und hier hinten haben wir mal ein Viech, auf das wir schießen können. Schauen wir mal. Machen wir das mal. Ich weiß nicht, ob der Herr David Klaas ist ja richtig gut. Der schießt da zweimal. Wahnwitz. Kann man nochmal schießen? Nö, ist egal. Haben wir einen Snapshot noch? Wahnsinn, wie oft wir da jetzt getroffen haben. Das ist ja nicht schlecht. Oh, das tut gleich nochmal. Pete Graf. Wow, da ist ja noch einer. Warte mal, aber den will ich irgendwie gefangen setzen, wenn geht. Okay, Na, warte mal. Ist vielleicht nicht so gut, dass der da steht. Moment, Deckung. Warte mal, was machen wir denn da hinten? Da haben wir noch so einen. So ein Ding. Bringen wir mal da in Position. Kann der da durchschießen eigentlich? Oh! Das ist interessant, das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht so. Oh, da ist ein toter Zivilist. Ärgerlich. Oh, das ist ja mein Colonel oder meine Colonelin. Genau, schießen. Tatsache geht. Ein Snapshot. Ist doch weit. Ah, okay. Ist doch recht weit weg. Wahrscheinlichkeit, dass man da trifft, ist doch eher gering. Kann aber eher sie schießen, die Ansie. Na, die Ansie geht daher. Gut, so, dann machen wir mal hin. Ich weiß, da oben ist auch noch einer, aber mit ihm, Chan Jian. Gehen wir mal in diese Richtung. Und mit ihm hier, gehen wir mal davor. So, Daphne. Ja, was machen wir mit dir? Bis vielleicht daher. Ja, du gehst da hinten rum. Mal schauen, ob wir da noch was finden. Haus. Geht dann da so weiter oder da außen? Achso, nein, da außen ist wohl blöd, also Zivilist. Na gut. So, du kannst sowieso nichts mehr machen. Denise geht daher. Und auch in Deckung. Und Grigori. Du gehst hinter diesem Zivilisten in Deckung. Ein Kind, weil er so klein ist. Das ist gut. Wir verwenden kleine Kinder als Schutzschilde. Das machen wir gut. Ja, du hast schon. Du auch. Du auch. Passt. Nächste Runde. Wow.
Vampir da gerade jetzt auf einen Zivilisten geschossen? Nein, oder? Ich hoffe nicht. Könnten die Zivilisten hier nicht zwischen uns durchrennen? Das macht mich nervös. Ach Gott. So. Okay, der ist darauf. Du siehst da zwei. Ja, das heißt, wir werden da jetzt einmal einen Shot auf das Ding da machen. Interessant. Der ist jetzt nicht verstorben. So wie der letzte. Und dann gehen wir da mal weg. Aha. So, du kannst also vielleicht auf den schießen. Das Problem ist, da sind da überall diese Zivilisten im Weg. Schau mal, ob du schießen kannst und ihn erledigen kannst. Ah, Gott sei Dank, da sind wir los, das Viech. Da oben müsste eigentlich auch noch irgendwo einer sein. Gut, du bleibst aber da jetzt einmal. Gehst du mal da rauf. So, was machen wir mit dir? Du gehst da mal rein. Ah, du stirbst. Da ist noch irgendwo einer. Wo ist der? Zum Henker. Der da hier geschossen hat. Wieso sehe ich den dann nicht? Ah, da haben wir noch einen. Da ist ein Zivilist ziemlich im Weg. Na gut, wurscht. Manchmal muss man Opfer bringen. Okay. Oh, da ist auch noch einer. Ein Snapshot auf den hier. Okay, leider nicht. Gott sei Dank, an dem Zivilisten gerade mal vorbei. Na gut, nächster. Kannst auch auf den schießen. Der Zivilist steht da echt super da. Der steht sowohl in die Richtung im Weg, als auch in die Richtung. Wenn der stirbt, hat er es nicht anders verdient. Yes, wir sind so gut, wir sind so gut. Und auf den müsstest du eigentlich auch schießen können. Supi, du bist ja urgut. Joseph. Wahnsinn, das war ja urspitze. Wir haben nur einen verloren und aber so viele jetzt umgebracht in dieser Runde. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht, Herr Specht. Na gut. Was ist da? Oder weiter? Kommen wir da durch? Was ist da dahinter, frage ich mich. Ein Stock höher. Ist auch vielleicht ganz interessant. Diese Häuser haben alle einen höheren Stock. Vielleicht. Ah, vielleicht steht der da drüben irgendwo weiter oben. Na gut. Gregoli. Da hinten gibt es noch einen, den ich vielleicht so erwischen könnte. Aber vorsichtig sein. Gehen besser so. Durch den Rauch. Mit dem will ich aber sicher nicht davor gehen.
der eigentlich? Die ist schon so gut. Die will ich nicht verlieren. Naja, so gut ist sie wieder auch nicht. Aber immerhin hat die Bravery 60. Das ist nicht schlecht. Jo, das war's. Hey, das war nicht nett. Könntest du nicht einfach sterben, nur weil du, wenn du brennst? Oh. Das ist nicht gut. Jetzt hat er diese arme Ansie getötet. Der Fiesling. So. Wo hat der hergeschossen? Irgendwo von da geschossen haben. Da muss der irgendwo stehen. Aber ich sehe ihn nicht. Das ist wirklich ärgerlich. Darf, ne? Zuerst du. Ja, du kommst von der anderen Seite vielleicht. Okay, zwei fatale Wunden. Er auf 10. Und das heißt. Ah, da steht er. Ah, ärgerlich. Da steht schon wieder ein Zivilist dazwischen. Gibt's das? So, das heißt, mit dir gehen wir da weiter wieder zurück. So weit als geht. Weil. Dann können wir dich vielleicht noch heilen. Damit du nicht stirbst. Heal, heal. Yay. Wir haben jemanden vor dem Tod bewahrt. So, wir wissen aber jetzt auch, dass der da ist. Gregoli, du bleibst also da stehen. Möglichst in Deckung. Jetzt ist jetzt auch mehr oder weniger in Deckung. Du hast den da abgeschossen. Gut, Gregoli, du bleibst hier, wo du bist. Kannst du eigentlich darüber durchschießen, frage ich mich. Ich glaube fast nicht. Da aus dem Fenster raus müsste es gehen. Aber dazu müssten wir weiter darüber. Fenster ist da auf der Höhe. Wie viel brauchen wir da? 26. Nein, das geht sich nicht aus. Das ist nicht gut. Dann stehen wir da ganz blöd. Da gehen wir wieder daher. Wir wollen immerhin nicht erschossen werden. So, wie ist das bei dir? Kannst du auf den Typen schießen? Wahrscheinlich nicht. Doch. Aber du triffst nicht.
Das ist natürlich blöd. So. Ist da das Spielfeld zu Ende? Ich nehme mal fast an. Das ist aus, da geht es nicht mehr weiter. Das bedeutet, wir kommen da gar nicht mehr durch. Wir könnten natürlich da ein Loch schießen. Achso, na gut. Du gehst dann sogar daher. Achso. Tap, tap. Und nächste Runde. Hört ja auf die Zivilisten zu schießen. Ja, besser auf die Zivilisten als auf uns. Schießen da auf wehrlose, unbescholtene Zivilisten. So, schauen wir mal, du, haben wir gesagt. Kannst auf den schießen. Wir sind so großartig, wir haben einen gefangen. Vielleicht, hoffentlich. Wir sind so gut, wir sind so gut. Okay, wir sind daher. Versteck dich da hinter den Mistkübeln. Ja, Mist, ich muss das da wieder einstellen. Ja, da haben wir jemanden gerettet vor dem sicheren Tod. Deswegen geht er gleich weiter. Wow. Wieso kannst du auf mich schießen? Wieso siehst du mich überhaupt? Wieso sehe ich dich nicht? Ja, hat der von da oben geschossen? Da oben sind auch tote Zivilisten. Ist das arg? Ah, jetzt sehen wir. Da ist er. Wir können ihn gerade mal snappen. Ja, das war auch daneben. Rein theoretisch müsstet ihr natürlich auch drauf schießen können. Ah, das habe ich gut gemacht. Ah, Josef, du bist super, du hast echt viele Kills. Du tötest Aliens, du tötest Zivilisten, du bist ein richtiger Soldat. So, was machen wir mit dir, Denise? Gehst du da hinten rum vielleicht? Schauen wir mal. Gregori, du gehst mal daher. Du hast geschossen, du gehst jetzt wieder daher. Möglichst außerhalb des Sichtfelds, das von irgendwelchen Typen. Da unten sind noch Typen. Da ist irgendein ein schießendes Alien auch noch. Ich will mit meinem Colonel da eigentlich gar nicht hingehen erst. Ist die tot? Ja,
Ich hab's befürchtet. Die Arme. Okay, Karin Ottensen. Muss ich auch noch bewegen. Da hinten ist offensichtlich nichts. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. So, Herrschaften an dieser Stelle. Werde ich glaube ich für heute wieder aufhören. Machen wir nicht ganz so lang wie sonst. Machen wir das nächste Mal weiter. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, schlaft gut und träumt was Schönes.